Grüß Gott und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Gestern habe ich mit Sunny gemeinsam noch spät abends einen Podcast gemacht. Wir hatten das vorgestern geplant, dann ist was dazwischen gekommen. Also jetzt sollte er online sein. Ihr findet ihn bei Sunny auf seiner Webseite von Verbinde die Punkte. Und ich gebe natürlich wieder einen Link unten drunter. Ja, es war ein sehr ruhiger, unaufgeregter Podcast. Ich hoffe, dass er euch trotzdem interessiert oder vielleicht gerade deswegen gut tut. Wir haben über einiges gesprochen, was mir in den letzten Tagen ein Anliegen war. Aber ich habe gemerkt, dass das nicht so leicht ist, das in einem Podcast zu erklären, weil es sehr, sehr vielschichtig ist. Also dachte ich, greife ich das noch einmal auf mit meinen Zeichnungen. Ja, es geht darum, wenn manche sagen, es passiert ja nichts und es läuft doch alles weiter wie bisher, dann ist das im wahrsten Sinne des Wortes eine oberflächliche Sichtweise. Und ja, ich will hier mit meinem Blick ja immer ein bisschen unter die Oberfläche schauen oder beziehungsweise einen Überblick geben. Das widerspricht sich nicht, im Gegenteil, das bedingt einander oft. Ja, oder eben, wenn manche eben geschrieben haben, von wegen zu Ostern, es ist vollbracht. Ich stelle jeden Tag fest, wie sehr es vollbracht ist. Und die Frage ist, woran messen wir das? Ich habe ja schon einmal gesagt, ne, wissenschaftliches Arbeiten, es zahlt sich mal aus, sich zu fragen, was ist wissenschaftliches Arbeiten? Ist es die Ansammlung von Daten, noch dazu, wenn es, also von Zahlen, noch dazu, wenn es vielleicht nicht die richtigen Parameter sind, also nicht die richtigen Zahlen, dann ist das Ganze ad absurdum. Ist es empirisch, die Frage, was erleben wir, was erfahren wir, was erprobt sich, was erweist sich als wahr in der Anwendung, ne? Das wäre die Empirik. Ist es der Vergleich? Wir können also viele Parameter nehmen, aber klar ist nur, wir sollten uns klar sein, welche Kriterien wir anwenden, denn du kannst nichts beurteilen, wenn du die Kriterien nicht klar hast. Und das heißt also, die Frage, verändert sich etwas oder nichts, ist, beziehungsweise was hat sich getan, beziehungsweise was ist vollbracht, heißt, dass wir uns bewusst sein müssten, damit wir das feststellen können, was denn wie der Status quo ist. Also sprich, anders. Ich will mal anders anfangen. Ich bin zwar kein Freund von dieser ganzen Krankheitsgeschichte und so, aber heute wird es darum auch gehen. Aber da habt ihr es wahrscheinlich am klarsten. Ne? Um etwas zu verändern, um eine Heilung zu bewirken, braucht ihr eine Diagnose, ne? Dass ihr überhaupt wisst, ja, was ist denn überhaupt im Argen. Das muss nicht unbedingt eine Krankheit sein, das kann auch ein Zustand sein. Ne? Also eine Diagnose, ja klar. Was ist im Argen? Wenn du nicht weißt, was kaputt ist, was im Argen liegt, dann hast du keinerlei Parameter, keinerlei Kriterium, um zu beurteilen, ob es besser wird. So, also will ich jetzt mal die abholen, die sagen, oh, es hat sich doch nichts verändert und es ist doch alles gleich wie immer und was soll denn schon vollbracht sein? Ja. Wir erleben hier das Ende des alten Systems, der alten, the old guard, wie es im Englischen heißt, des alten Systems. Und um zu verstehen, was das bedeutet, braucht es auch ein Verstehen des alten Systems. Und es ist wie immer, wenn wir drinnen sind, ne? Wenn wir ganz drinnen sind, dann wissen wir nicht mal, dass wir im System sind. Ne? Ich habe das ganz früh in früheren Videos, habe ich das mal so genannt, ne? Wenn du immer nur in Grönland lebst, hast du keine Ahnung, dass du in Grönland lebst, weil du kennst ja nichts anderes. Erst wenn du eines Tages irgendwie rauskommst und irgendwie nach Blauland fährst, dann wirst du checken, das ist Blauland, also das ist anders als Grönland. Und dann wirst du erst erkennen, dass du in Grönland gelebt hast. So, das ist nur also als. Und genau so ist es. Viele von uns leben in diesem System, sind hier hineingeboren und ihre Eltern sind bereits hineingeboren. Und empfinden es als das Natürlichste auf der Welt, als das einzig Normale, weil was anderes kennen wir ja nicht. Ne? Und auch die Wirtschaft. Ich habe schon einmal einen kritischen Beitrag über die Wirtschaft gemacht. Das war in dem Nichts für starke Nerven. Und ja, die Wirtschaft
Ich möchte das heute alles ein bisschen kritisch beäugen, und zwar mit einem sowohl einem Metablick als auch hinuntergehen. So, wieder einmal eine meiner Zeichnungen, damit ich euch zeige, was ich überhaupt meine. Wir gehen ja alle davon aus, dass wir, nein, ich nehme doch das neue Blatt. Wir gehen ja alle davon aus, dass wir hier, also wenn das die Erde ist, ob sie jetzt rund, flach, gekrümmt oder sonst was, das ist mir ziemlich wurscht, aber wir gehen alle davon aus, dass das Geschehen hier stattfindet, ne? Logischerweise so. Dann gibt es noch welche, die sagen, nein, nein, das hier ist nur ein Abbild von dem, was hier oben im Sphärischen stattfindet, ne? Hier ist die spirituelle Anbindung, ich bin hier oben so. Also sprich, hier haben wir die Pragmatiker, sage ich jetzt mal ein bisschen, ich versuche einfach nur irgendein Begriff zu finden, und hier haben wir die Spirituellen oder die Esoteriker oder wie ihr sie nennen wollt. Halt die, die sich eher in metaphysischen Bereichen aufhalten und sich damit identifizieren, oder die Pragmatiker, die sich eben down to earth mit der Erde identifizieren. So. Ich halte ja sehr viel von einem Metablick, ne? Also von, aber da, das will ich gar nicht jetzt unbedingt so spirituell, sondern ich sehe es ziemlich pragmatisch. Wenn ihr Hitchcock, Alfred Hitchcock kennt, nicht, dass ich ein Fan von Alfred Hitchcock bin oder ihn nicht kritisch beäuge, zumal er ja wirklich die ganzen Holocaust-Filme da gedreht hat. Aber das ist, also er war mit Sicherheit einer des Systems, aber darum geht es nicht. Ich will jetzt einfach nur mal. Es gibt dieses Buch von François Truffaut, wie haben Sie das gemacht, Mr. Hitchcock? Und da wird beschrieben, wie Hitchcock einen Film beginnt, ne? Und dann beschreibt er eben, ja, die Kamera ist erst hier oben, ne? Also mit dem Adlerblick, mit dem Metablick, und schaut hier hinunter, dann sehen wir hier vielleicht ein Haus oder eine Stadt erstmal, ne? Eine Stadt von oben, dann sehen wir ein Haus, die Kamera zoomt immer mehr, dann sehen wir in dem Haus ein Fenster, die Kamera zoomt immer mehr in das Fenster hinein, und am Ende geht die Kamera durch das Fenster durch. Und wir sehen zum Beispiel James Stewart mit einem verletzten Fuß in diesem Zimmer drinnen, wie er mit Grace Kelly streitet oder keine Ahnung. Ja, das sind, also so, ne, das ist also der Metablick, die Metaebene. Das heißt also, diese Ebene da oben, das muss nicht unbedingt jetzt nur spirituell und esoterisch sein, das kann auch ganz, also ich würde es lieber neutral geistig nennen, ne? Also eine Metaebene, ein Metablick, und mein Blick hat sehr viel mit dieser Metaebene zu tun. Das wäre also das Geschehen. Je mehr Abstand wir gewinnen, umso mehr können wir das natürlich irgendwie als Ganzes erkennen und die Zusammenhänge erkennen, ne? Dann sehen wir, ah, da ist ein Mann, der geht jetzt hier und der biegt jetzt hier ab und so weiter. Dann haben wir mehr Überblick. Ja, das ist also dieser Metablick, ne? So, und ich will heute natürlich diesen Metablick wie immer anwenden. Ich will euch aber auch nicht zum ersten Mal, dass ich das erwähne, sagen, okay, hier hinunter geht es in den Kaninchenbau. So, das kennt ihr sicherlich von Q und den Q-Anons, ne? Hier ist der Kaninchenbau. So, und jetzt rede ich nicht nur, ich rede jetzt nicht physisch von den Tunneln oder so, natürlich auch, aber ich will heute vor allem von den verschiedenen Themen reden, ne? Denn das hier ist das, was auf der Oberfläche stattfindet. Und viele Argumente, die ich hier von den Kritikern bekomme, resultieren daraus, dass sie einen sehr, sehr oberflächlichen Blick auf das haben, was hier stattfindet. Denn das ist letztendlich ein Theater, eine Show, eine Simulation. Und wenn man darauf reinfällt und nur nach dem geht, was hier stattfindet, dann geht man dem Ganzen auf den Leim, und dann hinterfragt man das nicht, und das ist ein sehr, sehr oberflächlicher Blick, und mit Oberflächlichkeit kann ich wenig anfangen. Das heißt, ich will euch wieder einmal einladen, hinunterzugehen in den Kaninchenbau und zu fragen, was ist denn hier unten drunter, und was hat das, was hier unten drunter ist, für eine Auswirkung auf das Geschehen auf der Erde und natürlich auch auf unsere Spiritualität, die Esoterik, unseren Glauben, unsere geistigen Fähigkeiten, unsere Selbstbefähigung und wie auch immer. Also eine kleine Reise. So, und diese Reise, die ich heute mit euch machen will, hat ein sehr, sehr breites Thema. Es ist tatsächlich. Ich will euch einen Überblick geben, wie wir überhaupt dahin geraten sind, wo wir jetzt hingekommen sind. Und jetzt sagen natürlich wahrscheinlich einige, ja, wieso denn? Das ist doch alles wunderbar, wo wir hingeraten sind. Wenn ihr aber ein bisschen hinuntertaucht und euch klar wird,
was hier geschehen ist und welchen Preis das Ganze hat, dann ist die Frage, ob noch immer so viele wie jetzt sagen quasi, oh, wir müssen sofort schauen, dass wir wieder zu den alten Verhältnissen zurück können, dass die Wirtschaft, so wie sie war, wieder läuft, dass das Rädchen wieder läuft, dass das Hamsterrad wieder läuft. Ich habe ja mal erzählt, dass sogar Helga Zeppler-Rusch das gefordert hat, ne? Und da habe ich einfach gemerkt, ja, nur wenn wir die Diagnose haben, wenn wir das ganze Bild erkennen, können wir entscheiden, inwieweit da wir da noch weitergehen, inwieweit wir etwas ändern. Und ich bin nicht diejenige, also bitte nicht falsch verstehen gleich vorweg, in Bezug auf uns, dass ich jetzt moralisch sage, wo wir lang gehen sollten, nein, sondern ganz pragmatisch. So, das hört sich jetzt alles etwas abstrakt an. So, also ich versuche euch wieder abzuholen. Als Trump nach Davos gefahren ist, zu all diesen Figuren da, die irgendwie groß die New World Order proklamiert haben, ist Trump nur kurz auf die Bühne rauf, hat das Ende des Globalismus verkündet und ist wieder abgeschwirrt. Und keiner hat verstanden, worum es geht, oder die wenigsten, nehme ich mal an. So, der Kreis schließt sich. Wenn wir erfahren, dass Erdogan wiederum auch das Ende des Globalismus in der Türkei verkündet hat, das ist jetzt, glaube ich, schon 2 Wochen her oder so, schätze ich mal. Und ich habe gestern erfahren über eine Sprachnachricht von einer Bekannten, die hatte eine Bekannte in der Türkei und die wurde ganz aufgeregt angerufen. Ich habe die Sprachnachricht zugeschickt bekommen. Ich bin ganz aufgeregt. Ich schaue mir gerade die Abendnachrichten, die Hauptabendnachrichten im ganz normalen Fernseher da in der Türkei an, also sowas wie die ARD, ZDF. Und sie bringen doch tatsächlich Bill Gates und seine Verbandelung mit der WHO und mit dem Impfen und so weiter, also die ganzen Hintergründe. Und das muss man sich mal vorstellen, wenn das jetzt in der Türkei im offiziellen Abendprogramm läuft, dann geht das von da in alle islamische Länder, dann geht das natürlich auch nach Israel. Und ja, dann kann man sich da schon seine Gedanken machen, ne, wie die Dinge jetzt ans Licht kommen. Und jetzt ist die Frage, was ist denn das überhaupt? Ne? Was geht es hier nur darum, nur unter Anführungszeichen, ne, dass gut, wir wissen natürlich, dass Trump die Fed am 13., 14. März hat er die Oberhand über die Fed jetzt offiziell gewonnen. Ne? Und die Fed wissen wir, dass die 1913 gegründet wurde und insofern der Anfang allen Übels war, als dass wir da in diesen Blutzins hineinkamen. Ja, aber wenn wir jetzt schauen, dass er die WHO jetzt demontiert, und da ist er ja nicht die Einzige, ne? Denn England und also Johnson und Indien und so weiter, die sind schon nachgezogen. Das heißt, und die Umstände, die Verwickelungen der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, kommen ans Licht. Und das ist immer noch alles nur die Spitze des Eisbergs. Wenn wir, indem etwas zu Ende geht, können wir zurückschauen und dann können wir schauen, was ist hier überhaupt entstanden. Und jetzt will ich etwas. Ich habe mir Dokumentationen angeschaut, weil mich das jetzt wirklich interessiert hat. Nicht zum ersten Mal übrigens, ich habe es schon öfter erwähnt. Es gab eine Dokumentation, ich glaube, sie war sogar dreiteilig, sie war auf Englisch, The History of Oil, und damit meine ich garantiert keine von ZDF History oder von Knopp oder so. Nein, überhaupt nicht. Ich meine damit, das war eine äußerst fundierte. Und da war der ganze, ich habe es öfter schon erwähnt, der ganze Zusammenhang von Rockefeller, der Geschichte des Öls mit Nazi-Deutschland, aber auch der Nazi in Amerika und in Südamerika und das ganze Thema der Eugenik wurde in dieser Dokumentation unglaublich wunderbar aufgeschlüsselt. Diese Dokumentation habe ich jetzt nicht mehr gefunden, ich habe aber andere gefunden. Ja, wieder einmal unterbrochen. So, wer jetzt glaubt, das Ganze wird hier eine Geschichtsstunde und was interessiert mich Geschichte, dem möchte ich gleich sagen, nein, das ist keine Geschichtsstunde, sondern ich will erklären, was hier zu Ende geht, damit wir begreifen, damit wir wirklich den Blick, den großen Blick haben. Wer sich dafür interessiert und selber in den Kaninchenbau hinuntergehen will, der Dr. Rath, den ich schon lange kenne, der hat da großartige Videos über das Vorträge über das Thema gemacht. Da findet ihr also genug.
Und der aktuelle Anlass ist dieses Corona, damit wir begreifen, das klingt so, damit wir verstehen, welches Ausmaß das hat, was hier gerade nicht stattfindet. Denn wir haben es gestern im Podcast auch gesagt, ne? Wir gehen davon aus, dass das tatsächlich ein künstlich erzeugter Erreger ist, ob ein Virus oder nicht, das sei jetzt dahingestellt, ein Erreger ist, der in Wuhan erzeugt wurde und der die Menschheit ja sozusagen in die NWO drängen sollte, die was nicht gelungen ist, dadurch, dass der Dritte Weltkrieg nicht stattfinden konnte, so quasi als Plan B. Wer jetzt glaubt, ach, das ist eine Einzelnummer, nein, das ist jetzt sozusagen die ultimative Geschichte einer langen Entwicklung. Und welche Dokumentation ich auch immer zu dem Thema angeschaut habe, sie gingen alle davon aus, dass sich sozusagen, also immer war, ja, das ist passiert und aus dem folgte dann das. Und aus dem folgte logischerweise das. Und dann haben sie darauf reagiert und deswegen wurde dann das eingeführt. So. Ich weiß mittlerweile, dass das der falsche Ansatz ist, weil so geht der Deep State nicht vor. So, jetzt. Ja, ist der Hund drin. So, also so geht der Deep State nicht vor. Sie haben eine Agenda, sie haben einen Plan und im Grunde genommen hat sich dieser Plan seit Jahrtausenden von Jahren nicht allzu viel verändert. Er folgt, wenn ich immer gesagt habe, schaut vor allem welche Handschrift, ne? Die satanische Handschrift, die Handschrift des Teufels, sage ich jetzt mal, ne? Ist immer die gleiche. Es geht immer darum, etwas zu lancieren, damit die Menschen gezwungen sind, einen Weg zu gehen. Und dann haben sie euch in der Falle und dann schnappt die Falle zu. Aber sie sind dabei immer im Hintergrund. Es ist immer die Täuschung, es ist immer das Unsichtbare. Der Feind ist immer der Unsichtbare, nie der Sichtbare. Das heißt, wenn wir diese ganzen Zwiespälte und Kämpfe hatten, zwischen zwei Ländern, zwischen zwei Sippen, zwischen zwei Teilen, dann können wir davon ausgehen, dass es immer die dritte Seite war, die das Ganze initiiert hat. Und wir erleben hier den Untergang, ich sage es jetzt einfach mal, ziemlich groß angelegt. Ich wage es, dieses große Wort zu benutzen. Wir erleben hier nicht nur den Untergang des Globalismus, der Konzerne, wir erleben auch den Untergang der Kriegswirtschaft, die Wirtschaft des 20. Jahrhunderts und des Beginn des 21. Jahrhunderts jetzt auch noch war. Wir erleben den Untergang des Öls, ihr könnt es sehen, das Öl geht jetzt in den Minusbereich. Und wir erleben den Untergang der Pharmaindustrie. Und das ist nicht einfach nur ein paar Zweige, sondern das heißt, was hier wirklich passiert, die noch immer noch darauf warten, dass hier oben, ne, ein paar Hanseln verhaftet werden. Ne? Ich sage euch, es geht jetzt an die Wurzel, an die Radicchio. Radicchio ist radikal. Wenn du die Hydra nicht mit der Wurzel ausreißt, wirst du sie nicht besiegen. Und was ist an der Wurzel? Ich kann nicht zurückgehen bis zu Abel und Kain, aber ich kann zurückgehen. Ich beginne mal bei der Eugenik. Die Eugenik war bereits vor dem Ersten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg in Amerika große Sache. Ne? Da wurde die Eugenik, da wurde mit Kindern experimentiert, mit Zurückgebliebenen experimentiert. Und von Anfang an war die Eugenik im Zusammenhang mit Chase Manhattan, also mit Morgan, mit J.P. Morgan und mit Rockefeller. Und das heißt also, was ich sagen will, ist das, was wir dann aus der Nazi-Zeit kennen, ne, dass das viel, viel früher seinen Ursprung hat. Abgesehen davon, dass es seinen Ursprung natürlich in Moloch und Baal hat. Aber so weit gehe ich jetzt nicht zurück. Ich will nur sagen, wenn ihr euch anschaut, dann Aufstieg von Rockefeller, ne, zuerst, du brauchst, also ich wollte vorhin gerade erklären, es ist umgekehrt. Die Entwicklung
Es ist geplant und dann entwickelt sich alles, wie es geplant ist. Die wenigsten Dinge entstehen aus einem natürlichen Prozess, zumindest nicht in diesem System, oder quasi als Reaktion, Aktion, Reaktion. Das wird uns eingeredet. In Wirklichkeit ist alles ein perfider Plan, der jeweils schon Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende vorher feststeht, und dann durchgeführt wird. Und dafür nehmen sie sich viel Zeit. Und wir glauben dann, das sind natürliche Entwicklungen. So, ich versuche jetzt irgendwie das Ganze. Es ist ein sehr, sehr breites Gebiet. Gut, Rockefeller hat seinen Anfang gemacht mit Öllampen. Er hat dann jedem erklärt, er soll jetzt auf Öllampen umsteigen, damit eine Nachfrage. Du erzeugst also eine Nachfrage. Es ist nicht so, dass der Mensch ein Bedürfnis hat und daraufhin wird es gestillt. Nein, du erzeugst ein Bedürfnis und du erzeugst die Nachfrage. Als dann das Automobil, ne, da war, da wurde natürlich auf Benzin umgestellt und da war auch klar, dass das dann der Antrieb. Darüber haben wir gestern mit Sani im Podcast gesprochen, weil es hätte auch andere Antriebe gegeben, die auf einmal alle eliminiert waren. Ne? Der Alkohol. Und ich hatte von Wasserstoffperoxid gesprochen. Das ist nicht mein Spezialgebiet, darum geht es auch gar nicht. Auf jeden Fall wurde Öl die Grundlage für alles und Rockefeller hat das Öl beherrscht. Es geht hier aber nicht nur um Geld, es geht um viel, viel mehr. In Deutschland hatte man Experimente gemacht, um synthetisches Öl herzustellen. Und überhaupt liegt der Ursprung von dieser ganzen Pharmaindustrie liegt in Deutschland. BASF und Höchst und wie sie alle heißen, die dann in der IG Farben mündete. Und da hat es bereits im Ersten Weltkrieg dann das Senfgas gegeben. Da wurde also experimentiert. Was ich sagen will, ist, es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Eugenik, der angloamerikanischen Eugenik und dem Wissen und dem Know-how und dem Ingenieurs-Know-how von Deutschland, wo eben sehr, sehr viele Erfolge erzielt wurden. Und das ist durchaus vom angloamerikanischen Raum mit geprägt und mitfinanziert worden. Das ist auch erwiesen. Also die IG Farben, und das war ja später die IG Farben, zuerst hießen sie BASF und AG, oh, wie heißen sie, Höchst, und der dritte war AG, oh, ich merke mir Namen nicht so gut, aber es ist egal. Zuerst war es noch kein Konsortium, sondern waren es noch Einzelne. Aber in jedem Fall wurden da die Experimente gemacht. Da hat man mit Heroin experimentiert, dann eben mit diesem, natürlich auch Aspirin, das war das harmloseste, aber natürlich auch mit diesen künstlichen Ölen. Und überhaupt künstliche Stoffe. Und das ist eben wichtig zu wissen, dass das der Beginn sozusagen der Pharmaindustrie ist. Bis dahin hatten wir natürliche Wirkstoffe. Ne? Und da war das, dass das Öl ist ja die Grundlage für alles Künstliche, ne? Für das, für Plastik, für die Belege, also das ist einfach ein Wirkstoff, der alles synthetisch macht, der alles, im Grunde genommen, alles ist aus Plastik, alles ist lebensfeindlich. Das ist wichtig, dass wir das begreifen, welche Agenda da dahinter steckt. Das hat etwas mit Transhumanismus zu tun, dass der Mensch nicht mehr vertraut auf seine eigene Kraft, auf seine eigene Heilkraft und auf die natürlichen Bestandteile, sondern dass es jetzt darum geht, ihm etwas Künstliches aufzuoktroyieren, schmackhaft zu machen, fortzusetzen und zu initiieren in jeder Hinsicht. Das heißt also, dieser Grundstock, ja, von Öl, der Ölindustrie und alles, was damit zusammenhängt, und Pharma, aber natürlich auch in die Nahrungsmittelindustrie, das ist extrem wichtig. Von da an beginnt ja, das ist der eigentliche Krieg. Die Kriege, die dann so gemacht wurden, ne, das war mehr oder weniger ja, ein Mittel zum Zweck, ne, damit man das alles erproben konnte, einführen konnte, wie so ein großes Labor, ne, wie ein großes Experimentierfeld, wo an den Menschen experimentiert wurde. Natürlich ist die Einführung des Petrodollars auch immens wichtig, was ja auch eine Täuschung war, eine List, ne, da wurde ja das mit hineingefügt, ne, dass der Dollar am Öl hing. Und natürlich, das brauche ich euch ja nicht zu erzählen, der ganze arabische Raum, wo man eben die Ölvorkommen dann die Hand drauf hatte, also der Beginn dieser ganzen Kriege und dieser ganzen Usurpation des Mittleren Ostens.
Aber darauf gehe ich nicht ein, denn das wisst ihr ja alles. Aber ich denke, dass der Zusammenhang zwischen der ganzen Pharmaindustrie und dem Öl und dem Petrodollar und diesem transhumanistischen, künstlichen, ja, dass der Zusammenhang zwischen diesem künstlichen, transhumanistischen, mit dem, wo wir heute sind, dass uns das, denke ich, noch zu wenig bewusst ist. Das heißt, sie haben im Grunde genommen, ja, ist das Ganze ein groß angelegtes Eugenikprogramm. Ein Experiment, zu schauen, wie viel Gift können sie uns zuführen, wie viel verträgt der Körper. Ja, es sind Experimente. Also dasselbe, was sie im Kleinen, ne, gemacht haben, im Nazi-Deutschland, in Auschwitz, was ja von IG Farben und damit von den Amerikanern oder beziehungsweise vom angloamerikanischen Raum initiiert wurde. Nicht nur geduldet oder nicht nur, nein, 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 nein. Das ist deren Plan. Die Handschrift des Teufels erkennen wir. Und an der Stelle möchte ich jetzt nochmal betonen, dass wir, was das Satanische betrifft, was den Deep State betrifft, sollten wir wirklich aufhören zu sprechen von China, von Russland, von Deutschland. Das heißt, wir können es dort nur geografisch zuordnen, aber das sind weder die Chinesen, noch sind es die Deutschen, noch sind es die Amerikaner, noch sind es die Engländer. Es sind einfach die satanischen Kräfte, die sich überall eingenistet haben und die jeweiligen sich hinter diesen Identitäten verstecken. Wirklich wie so Puppet on the Strings, also wie Marionetten. Ne? Sie ziehen an den Seilen. Das ist einfach wirklich wichtig zu wissen. Ja, also die ganze Ölindustrie. Es ist ein Experiment, ein Vergiftungsexperiment. Und das ist keine Theorie, das könnt ihr nachrecherchieren. Ne? Diese ganzen Substanzen, diese giftigen Substanzen, die sind nicht nur in den Impfungen, sie sind in den Nahrungsmitteln, sie sind in der Luft durch die Chemtrails natürlich, sie sind im Wasser durch das Fluor, vor allem in Amerika natürlich, sie sind im Salz durch das Jod. Und wenn mir jemand sagt, ja, Jod ist doch wichtig, ja, aber nicht dieses industrialisierte Jod und schon gar nicht völlig ungeprüft jedem. Ich meine, manche hat eine Schilddrüsenüberfunktion, manche eine Unterfunktion und dann soll man das medizinisch verabreichen, aber nicht im großen Stil. Und ihr könnt diese Handschrift verfolgen und ihr könnt auch sehen, dass das alles, wenn ich mir diese Dokumentationen anschaue, ja, dann erkenne ich, dass das alles ein Plan ist. Es gab zum Beispiel eine Dokumentation, die war über Deutschland und da wurde der ganze Contergan-Skandal aufgedröselt und dann dieser HIV-Skandal mit den Blutkonserven. Beides in Deutschland. So, und dann heißt es dann natürlich, ja, und aufgrund des Contergan wurde nachher ein Gesetz verabschiedet, wodurch quasi die Rechtsprechung, also wodurch diese Medikamente getestet werden müssen, ja, im Grunde genommen die Gesetze, wie wir sie heute haben. Und wenn man die Handschrift des Teufels erkennt, dann weiß man, dass das von vornherein der Plan war. Das ist wie mit 9-11. Du inszenierst einen Terrorakt wie 9-11 und danach sagst du, jetzt müssen wir den Patriot Act einführen, jetzt müssen wir alle überwachen, weil das wichtig ist, damit ihr geschützt seid. Und die, die Angst haben, sagen sofort, oh ja, klar, natürlich, das verstehe ich. Das ist im Prinzip, was jetzt mit Corona auch passiert, nur dass es natürlich jetzt sozusagen unter einer anderen Ägide läuft. Also es wird, sie dürfen das noch, damit sie dem Volk zeigen, ihre wahre Fratze zeigen, ja. Aber es ist sozusagen, es ist ein bisschen wie mit Fahrradfahren mit Stützrädern jetzt, ne? Also der Deep State darf noch diese Dinge machen, aber es würde nicht mehr den gewünschten Effekt haben. Das würde nicht zugelassen werden. Aber kommen wir zurück zu Contergan. Du kreierst bewusst ein Mittel, was die Menschheit vergiftet. Und vielleicht sorgst du auch bewusst dafür, dass es ans Licht kommt. Dann entrüstet sich jeder. Dann ist es aber wichtig festzustellen, oh, das ist jetzt ein faules Ei. Ja, das Ding an sich ist schon gut, nur das Ei war halt ein bisschen faul. Vielleicht lässt du dann einen über die Klinke springen oder ein, zwei Menschen über die Klinke springen oder auch nicht. Die IG Farben waren bei Nürnberg auch angeklagt und danach haben sie wieder die ganze Macht übernommen. Also die Menschen vergessen sehr schnell.
Und du kannst sie sehr schnell einfach wieder von dem überzeugen, was du möchtest. Das heißt, ich bin überzeugt, dass der ganze Contagan-Skandal ein bewusst inszenierter war. Denn du hast ja immer mehrere Fliegen mit einer Klappe und das ist denen ja wichtig. Ne? Du eliminierst sehr viel Bevölkerung, ne? Kommst wieder deinen Georgia Guidestones näher. Du hast wieder ein Experiment gemacht, in dem da jetzt Behinderte, das ist denen ja nur recht. Es sind eben keine Menschen, es sind eben wirklich Teufel. Und danach kannst du ein Gesetz einführen und sagen, so, wir müssen das Ganze jetzt kontrollieren. Das versteht ihr doch, wir müssen es kontrollieren. So, und ab dem Moment hat keine Naturheilkunde, niemand Alternative hat mehr irgendeine Chance, wenn ihr glaubt, diese ganzen Patente, ne, die wurden nicht für euch eingeführt. Ihr könnt irgendwie, solange der wie Icarus dem Ganzen der Sonne nicht zu nahe kommt, könnt ihr vielleicht ein bisschen herum experimentieren, aber nicht, wenn ihr nahe an die Sonne kommt. Dort wird niemand Außenständiger zugelassen. Das heißt, sie hatten die Hand drauf. Ne? Sie konnten ab dem Moment bestimmen und konnten sagen, okay, 9 Jahre Forschung, nur mit immensen Geldern. Sodass nur noch derjenige, der im Club war, der also Teil dieser Pharmaindustrie, wobei die sind ja alle miteinander, also du kannst es nicht mehr trennen. Du kannst die Pharmaindustrie nicht vom Petrodollar trennen, du kannst das nicht von den Finanzen trennen und du kannst vor allem nicht die Politik davon trennen, denn das ganze Parteiensystem, die ganze sogenannte Demokratie ist ein Teil dieser Simulation. Dieses Ganze, was ich euch nahebringen will, ist, dass hier drunter ja, ein Riesensumpf ist, in dem Öl, Geld, also Petrodollar, Chemie, Pharma, Food, also Ernährung, ich nenne es jetzt mal Food, egal wie ihr es nennen wollt, alle unter einer und natürlich dann Waffen, logisch, wir haben ja die ganze, das alles ist eine Kriegsindustrie. Es ist eine Kriegsindustrie und wer ist derjenige, der bekämpft werden sollte oder wurde? Der Mensch. Es wurde Krieg gegen den Menschen geführt und das indem, das ist immer deren Methode, der Feind eingeschleust wird. Das ist deren Methode, der Feind wird eingeschleust, das Gift wird in euren Körper geschleust. Entschuldigung, ich will nicht sagen euren, dann kriegt ihr noch Phobien. Es wurde in unsere Körper geschleust. Und so kannst du alles Mögliche erzeugen. Ne? Du kannst durch künstlich erzeugte Erreger, kannst du HIV erzeugen und kannst dann, indem du dann die Blut, über die Blutkonserven, ne, kannst du es verbreiten. Und dann hast du natürlich immer gleich das Antidot oder die Impfung oder das Heilmittel. Und das Heilmittel ist genauso giftig wie das ursprüngliche. Das heißt also, ihr müsst euch das so vorstellen wie der Fuchs, der genial ist und den Hühnerstall selber bewacht und dem Bauern sagt, ich passe auf die Hühner auf. Und also das Übel und die sogenannte, das Antidot, die Heilung, ist immer alles in einer Hand. Auch die Versicherung natürlich, denn dann sagst du, oh, wir müssen das versichern, ne? Es ist alles in einer Hand und das ist der Globalismus. Das ist der Globalismus. Das ist was weltweit, deswegen sagt nicht immer von wegen, ja, bei uns in Deutschland passiert ja nichts. Wir sind nicht getrennt, im Gegenteil, wir sind eine Kolonie von Amerika. Es ist alles miteinander, in diesem globalistischen Sumpf sind alle miteinander verbunden. Verbunden ist so ein positives Wort. Sie hängen im selben Netz, sie sind gefangen im selben Netz. Und das kann ich gar nicht genügend hier euch versuchen zu vermitteln, was das für ein verbrecherisches System ist. Und das ist aber unsere Wirtschaft. Das ist unsere Wirtschaft. Ich meine, diese globalistische Wirtschaft, ne? Es ging nicht darum, dass Waren von A nach B gekarrt werden, damit irgendwelche Bedürfnisse erfüllt werden. Nein, überhaupt nicht. Das hat man euch nur, das ist nur so ein Nebenprodukt, damit ihr es auch kauft. Nein, es ging darum, dass Dampfer mit Öl von A nach B gekarrt werden, die auch noch Öl an Bord haben, damit dann die Meere vergiftet werden können, etc. etc. Und damit in den meisten Fällen Waffen und Drogen und Menschenhandel im Zuge dessen passiert. Die sogenannte Wirtschaft, das ist alles ein Cover-up. Es ging überhaupt nicht mehr darum, es ging vor allem mit Sicherheit nicht darum, dass es uns gut ging. Es ging darum, uns zu vergiften, uns zu bekämpfen. Es war ein Krieg gegen den Menschen. Und der geht vom Größten bis zum Kleinsten. Wenn ihr, dieser Kaninchenbau, der ist so unendlich. Wenn ihr nur mal anfängt, zum Beispiel FedEx, das Ganze mit UPS, FedEx, wenn ihr da hinunter geht, ja. Es gibt einen Anon in Amerika,
Ich glaube, es war Patrick von in Pursuit of Truth. Ich glaube, er hat das gemacht. Er hat nur mal recherchiert den Zusammenhang von Abtreibungskliniken, Parenthood, ne? Und FedEx und Frauenärzten und Kinderorganisationen. Die sind meistens ein paar Blocks voneinander entfernt. Und er hat diese Wege, hat er genau aufgezeigt. Ne? Da wurde der Fötus abgetrieben, beziehungsweise da war der Arzt, der natürlich gesagt hat, besser abtreiben. Dann gab es die Klinik, die abgetrieben hat. Dann wurden die verschickt nach China, wohin auch immer, in die ganze Welt. Und das ist das Eigentliche. Darum geht es. Es ist ähnlich wie mit dem Beton. Natürlich fahren wir, ich meine mittlerweile nicht mehr auf Beton, sondern auf Asphalt, aber wir fahren natürlich auf diesen Autobahnen. Aber wer hat uns denn überhaupt gesagt, dass wir permanent auf Achse sein müssen und permanent unterwegs sein müssen? Und jetzt bitte mich nicht falsch verstehen, ich will hier überhaupt nicht gegen das gegen Mobilität und gegen Reisen jetzt sprechen. Also überhaupt nicht, sondern ich will nur sagen, dass sie uns immer erst ein Bedürfnis einpflanzen, damit wir das machen, was sie wollen, dass wir machen. Denn es hat schon auch etwas mit dem Hamsterrad zu tun, dass uns quasi erklärt wird, wir müssten permanent auf Achse sein, sei es beruflich, ne, die ganzen Lkw-Fahrer oder sonst irgendwelche, also permanent ein logistisches System, wo permanent alles transportiert wird. Und wir dadurch auch permanent auf dem Sprung sind und permanent meinen, wir müssten woanders sein, als wir sind und permanent im Auto hocken, in irgendwelchen Staus, auf irgendwelchen Betonwüsten, es einfach nur mal kritisch hinterfragen, inwieweit haben sie uns das rein initiiert, damit sie ihren Handel betreiben können, damit sie ihren Drogenhandel, ihren Waffenhandel und ihren Menschenhandel betreiben können, weil das ist das eigentliche Bedürfnis, um das es ihnen ging, was hier befriedigt werden musste. Also ich will damit sagen, es ist so viel Fake, es ist die Lüge. Ja? Wenn wir wissen, dass jemand so uns belogen hat, dann können wir davon ausgehen, dass er uns in jeder Hinsicht belogen hat, dass alles eine Lüge ist und dass alles Fake ist. Das heißt, nicht an einem bestimmten Punkt so kurzsichtig Halt zu machen. Es ist an der Zeit, dass wir dieses ganze Wirtschaftssystem hinterfragen. Ne? Der Globalismus und alles, was da, das ist so ein Schlagwort, ne? Aber alles, was da dranhängt. Macht euch da bitte schlau, wenn euch das interessiert. Es ist keine Kleinigkeit und bevor hier das ganze Rad wieder in Gang gesetzt wird, sollten wir uns überlegen, was ist wirklich Teil unseres Menschseins, was dient wirklich unseren Bedürfnissen, was hat wirklich mit uns zu tun, ne? Weil unser Bedürfnis, glaube ich, ein ganz anderes ist, als dass wir permanent da irgendwie irgendwelche Konzerne Sklaven Arbeit machen und es ist Sklavenarbeit. Es ist tatsächlich noch wie früher. Es hat sich nicht viel geändert mit diesen Galeerenschiffen, wo einer vorne steht und sagt Horuk, ne? Wo der Takt vorgegeben wird. Und jetzt sind wir aus dem Takt raus und da ist es ein guter Moment, um uns das alles anzuschauen, was hier wirklich passiert ist. Das hat eine unendliche Auswirkung. Und die haben sich das halt aufgeteilt. Ne? Rockefeller war für das Öl und für die Eugenik und für die ganze Pharma zuständig und Rothschild für die Finanzen. Ja. Und das sind Rockefeller ist zwar tot, aber der hat, also Clinton ist ein Rockefeller. Ich glaube, der Zuckerberg ist auch ein Rockefeller. Ich glaube sogar Obama. Also das ist unglaublich verzweigt. Ja, Soros, glaube ich auch. Das sieht man sogar. Ne? Das sieht man ihm an. Übrigens, wenn es heißt, Soros hat Obama gebeten, etwas zu tun oder Obama hat ihm befohlen, etwas zu tun, das ist mit Sicherheit andersrum. Ne? Soros ist der Drahtzieher dahinter und Obama ist nur der Manchurian Candidate, der ausführen musste, genau wie die Merkel. Das sind nur kleine Schachfiguren im Endeffekt, ne, die dahingestellt werden. Und ja, wir werden es erleben. Ich denke, Obama geht es auch an den Kragen. Es passiert unglaublich viel. Und so ein System jetzt abzuwickeln und euch vor allem auch ins Bewusstsein zu bringen, was das für ein System ist, das ist eine Herkulesaufgabe. Und es ist aber wichtig, weil wir wollen ja nicht nur
Es ist eben ganz wichtig, dass wir nicht jetzt hier einfach nur ein paar Spielfiguren austauschen wollen. Ne? Das ist im Nürnberger Prozess passiert. Ne? Da hat man ein paar Hanseln angeklagt, wenn überhaupt. Und der ganze Spaß hat sich ausgebreitet. Ne? Zuerst war er nur halt irgendwie in Auschwitz oder wo auch immer. Und danach war er auf der ganzen Welt. Wir wurden alle vergiftet. Die Frage, ob es Krebs wirklich gibt. Und da hat natürlich dieses Chloroquin, ich kann es nie aussprechen, aber es läuft ja alles letztendlich auf ein paar Substanzen zurück, die ganz natürlich sind und nichts kosten, die einfach das Gegenteil machen. Ne? Das hatte alles zum Ziel, die Zelle zu vergiften. Und was macht dieses Natriumchlorid? Es hat so viele Begriffe, es läuft auf weniges zurück. Ne? Was hat es, was bewirkt es? Es bringt den Sauerstoff wieder in die Zellen. Ja, und damit wirkt es. Ne? Und dann wird es mit Sicherheit keinen Krebs mehr geben. Ne? Ja, so, das war ein schwieriges Video. Es war ein schwieriges Video, aber ich wollte euch vor allem veranschaulichen, was hier Unglaubliches passiert. Es ist biblisch. Es ist biblisch. Hier geht es um den Kampf von Gut gegen Böse, der in der Bibel beschrieben wird. Also freut euch, denn ich meine, wir schauen uns das Ganze an in dem Wissen, dass es vorbei ist. Stellt euch mal vor, wenn ihr da drin seid, könnt ihr euch das gar nicht anschauen. Ne? Aber jetzt wissen wir, es geht zu Ende. Diese dunkle Ära geht zu Ende. Dann können wir doch feiern, oder? Ja, also habt noch etwas Geduld, dass das... klar, natürlich, ich würde mich auch weigern, eine Maske zu tragen, weil ich würde sagen, das ist ein Angriff auf meine körperliche Unversehrtheit. Weil das macht mich krank, ne? Wenn ich eine Maske hier habe und ich dieses Giftige einatme. Ne? Also hier sind einfach mehrere Spieler auf dem Plan. Wir haben es versucht, gestern im Podcast auseinanderzudröseln. Schaut euch den Podcast an, dann könnt ihr da in diesen Rabbit Hole hinuntergehen. Also dann, ich wünsche euch alles Liebe. Tschüss!